Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Los Forestos. So, wir hatten hier einmal kurz gespeichert auf dem Boot wieder mal. Und nach dem Speichern kommt ja das Loot wieder, wie ich jetzt festgestellt habe. Und wir waren auch schon ein Weilchen unterwegs, hatten unseren ersten Haiangriff hinter uns. Und von dem ein bisschen so in die Tiefe gezogen. Und ja, wir müssen jetzt nur noch hier um diese Kurve herum. Nein, hallo? Doch. Und um diese kleine Dings hier herum. Und dann sind wir auch endlich zu Hause. Beziehungsweise dieses Boot sehe ich auch schon quasi als ersten Schritt nach Hause. Dann. So, das wird auch langsam, glaube ich, dunkel, oder? Wird schon dunkel? Oder wird es gerade hell? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Denn ich hatte ganz spontan so überlegt gehabt, so doch vielleicht eine kleine Aufnahmepause zu machen. Und ja, sieht so aus, als würde es dunkel werden. Ja, ist die Abenddämmerung hier. So, wie gut sieht doch eigentlich unser ist essbar und das noch frisch. Okay. Nicht, dass es so wie beim letzten Mal auf einmal verdorben ist in unserem Inventar. Und wir schmeißen das aus Versehen noch ins Feuer. Ist ja jetzt nicht mehr weit. Wäre schön, wenn ich was sehen könnte. Da ist das Festland. Immer schön das Festland im Auge behalten. Nicht, dass wir jetzt irgendwo am Arsch der Welt landen. Wie weit sind wir eigentlich überhaupt noch? Ja, es hat nur noch diese eine hier, wie heißt das, diese Kurve hier noch? Eine Insel. Und dann. Ja. Dann sind wir auch schon gleich zu Hause. Wir kommen hier gerade irgendwie auch nicht wirklich voran. Ah, wieder Ureinwohner da hinten. Hallo, hier bin ich. Waren das fünf? Habe ich richtig gezählt? Traurig ist, wir brauchen demnächst ein paar mehr von denen. In Knochenrüstung. Das heißt, uns bleibt nichts anderes über, als uns früher oder später den zu stellen. Die kommen wieder näher. Hey, hier bin ich. Ja, oder nicht?
Oder warte mal, wenn wir das hier machen, dann hören die uns bestimmt. Ja, es gewittert wieder. Und das Ding wird einfach nicht voller. Dum, 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 dum. So, Essen ist auch gleich fertig. Hey. Ja, Essen ist fertig. Na? Jetzt kriegt er mich mit. Na, schade. Ach, kommst du nicht dran, ne? Okay. Du denkst wohl, ich komme wohl näher, hä? Nö. Oh, jetzt kommen die anderen. Boah, ich dachte schon, die sind jetzt hier. Auf Booting Weg gekommen. Nö. Nö. Ich schwimme mal lieber ein bisschen weiter. War da nicht noch einer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Digga, acht. Und das sind alles weiße. Also graue. Und Wasser wächst hier auch nicht. Wasser wächst. Wasser kommt da auch jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt ein bisschen was zu trinken, ja? Es war jetzt Regen, aber so langsam kriege ich Durst. Die sind auch alle, glaube ich, weitergezogen, da hinten schon. Müsste noch eine Flasche Soda haben, natürlich. Ja, mir wird langsam richtig kalt.
Und da rennen sie wieder. So, und da hinten sind wir schon auch gleich zu Hause. Ja, wieder am Frieren, natürlich. So. Ja, wir haben schon auch einmal fast umrundet. Die Insel hier, diese Halbinsel. Ja. So, dann wechseln wir wieder mal darauf. Ist krass, wie viel die jetzt hier unterwegs sind. Ich glaube, es war ein Fehler, hier einmal zu erkunden oder so. Wie die jetzt hier unterwegs sind. Jo. Aber hier füllt irgendwie nichts auf. Ja, wir brauchen wieder was zu essen. Noch enorm am Verhungern hier. Ja, ich sehe schon. Sind aber sehr viele hier. Ich glaube, sinnvollste wäre wirklich, dass wir eher unser Zuhause, unsere Festung da aufbauen, wenn die hier schon so stark vertreten sind. Wenn die immer mehr und mehr kommen. Dass wir das Erkunden und so weiter erst im Anschluss machen. Und dass wir erstmal uns um zu Hause hier die Priorität setzen. Es waren gerade schon verdammt viele von denen, die da waren. Wir machen aber auf jeden Fall nur einen kleinen Zwischenhalt da bei den Schildkröten und sammeln die eben auf. Ist ja auch schon gleich da vorne.
Und das da hinten sieht einfach aus, als würde unsere Festung da fliegen. Hat aber auch was. So eine fliegende Festung. Sich hier jetzt zumindest ein bisschen was aufgefüllt? Nö. Scheiß Vögel. Ja. Ich habe jetzt nur eine Feder gesammelt. Ich habe nur eine Feder gesammelt. Mann. Nein. Und jetzt nicht wieder von einem Hai angegriffen werden. Oh, scheiße. Ein Haiangriff hat schon genügt. War schon schlimm genug. Vorne gibt es dann wahrscheinlich wieder Schildkröten. Und die Bäume wachsen hier auch schon langsam immer mehr nach. Auch schon mal gut. Ja, da ist eine Schildkröte. Kommt noch eine. Okay, sind keine da von den Ureinwohnern. So, wir machen uns eben zwei Schildkröten warm. Und schnappen uns dafür noch eine eben. Komm. Ja. Können wir nicht irgendwie aus dem Schildkrötenpanzer irgendwie eine Rüstung bauen oder so? Warte mal. Wir haben hier eins. Können wir nur ausrüsten. Kann als Schlitten verwendet werden. Okay. Sonst aus Schildkrötenpanzer können wir nichts machen, ne? Nur ein Wassersammler. Aus vier Stöcken und ein Schildkrötenpanzer. Ansonsten taugen die zu nichts, ne? Na, bisher sehe ich hier gar nichts, was man mehr Steine braucht, ja?
Ja, Totem müssten wir vielleicht auch mal machen. Aber Verteidigungsfragen, finde einen Weg in den Kessel, finde Timmy, erkunde hängende Höhle, erforsche die hängende Höhle weiter, erkunde Höhle der Anwälte, erkunde Wasserfallhöhle. So, Tag überlebt, 36, ey, schon einen ganzen Monat haben wir überlebt. Momentaner Zustand, gut. Geistige Gesundheit 98%, Stärke 32,9, Gewicht 205, was auch immer das hier ist, Athletik 36,4. Bedingungen, was für Bedingungen? Was heißt Bedingungen? Höllegefühl 94%, Hydrierung 66, Gesundheit 100, Energie 95, Ausdauer 95, Rüstung 120, Kälteschutz 0, Tarnung 0. Ja. So, gleich sind wir auch endlich zu Hause. Obwohl es sieht schon ein bisschen nach was aus, muss man sagen. Klar ist es noch lange nicht fertig. Noch bei weitem nicht, aber immerhin ist es schon mal was. Dann hoffen wir mal in dem Schildkrötenpanzer da unterm Gebäude, unter unserer Festung, das Wasser, weil Durst kriegen wir gleich auf jeden Fall auch wieder. So, und endlich sind wir zu Hause. Komm, ich werde da richtig einpacken. Noch ein bisschen, komm. Muss ich einmal ganz kurz waschen. Und hat der Wasser? Hat auch gar nichts an Wasser, hä? Scheiße. Wenn wir verdursten müssen. Oh nee. Das wird auch noch ewig dauern, bis wir das hier fertig haben. Ja, aber immerhin, hier ist unser Schlafzimmer. Kann man jetzt schon mal überlegen oder planen, was man hier hinstellt? Hier haben wir ja Möbel, ne?
Ja, mal Möbel. Holzbank, Tisch. Esszimmer haben wir ja schon. Das hier wird ja das. Ja, das hier soll die Küche werden. Hier soll das Esszimmer werden. Dann lassen wir das mal sein. Tisch, klein. Oder warte doch. Ein paar Tische können wir da hinstellen. So. Dass wir dann sagen. Hier kommt ein Tisch hin. So. Fünf Baumstämme wieder mal. Und hier kommt dann eins hin, direkt da dran. So. Ja. Dann hier auch noch mal eins dran, direkt. Und hier kommt auch noch mal eins direkt dran. Dann haben wir hier so eine Art kleine Theke. So, was gibt es denn hier noch? Kleines Bett, Holzbank. Möbel 2. Eine Feuerstelle. Eine geile Idee wäre, da wir das Ding hier haben. Obwohl in der Küche gehört auch eine Feuerstelle hin, finde ich. Die Frage ist jetzt nur, welche Seite davon ist jetzt was? Ich glaube, das ist vorne. Ja, dann würde ich sagen, Feuerstelle packen wir hier hin. Oh, komm. Die paar Steine können wir eben noch schnell sammeln. Wir haben hier immer genug. Hier bauen wir das mal ein bisschen anders. Welche Seite ist jetzt richtig? Hier. Bauen wir das mal eher so. Scheiße. So, Stein. Durst und Hunger. Ja, komm aber von hier gut dran. Ist schon mal gut. Ja, Ausdauer tanken. So, dass wir nur 10 Steine sammeln können. 5 Steine. Komm durch.
Aber wisst ihr was? Wir machen so, dass ich den Rest davon in der nächsten Folge wieder mache. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.